Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War. Ja, wir spielen es auf der Switch und ich versuche immer noch die Zwingburg zu bezwingen, was nicht klappte, weil der Boss doch ein bisschen stark ist. Wir werden jetzt mal ein paar andere Sachen machen. Ich habe gesehen, bei der Jagd kann man noch etwas machen. Da könnten wir die Zwillinge, das Zwillingsduo zerstören. Probieren wir mal, hier hin eiern. Nämlich irgendwo. Ich weiß nur nicht, ob ich genau die Teile habe, die wir jetzt brauchen dafür. Was aber nicht so schlimm ist, denn wir können ja mal gucken, vielleicht finden wir die Teile ja auch. Oder eben, zack. Oder eben nicht. Aber wenn wir die Teile nicht finden, dann besorgen wir uns die. Und dann geht's ab. Weil wir müssen jetzt auch mal weiterkommen. Das nervt mich, dass ich dieses Viech da nicht bezwingen kann und ich auch so schlechte Waffen habe. Ich habe jetzt bei der Magierin so ein paar mehr Bücher besorgt, womit ich meine Rüstung verbessern kann. Und ich glaube, ich werde die meisten Dungeons jetzt immer auf legendär machen. Auf den einfachen Grund, dass ich einfach will, dass ich einfach mehr bekommen will. Ich will halt bessere Waffen bekommen. Oh, aber irgendwo konnte man jedoch so Roboter im Keller finden oder so. Hier oben. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, wo das ist. Aber wir können. Da, hier sind die beiden Roboter. Reponierte aus dem Panzer. Lassen Sie sich reparieren. Da. Dieses Buch enthält Pläne für die Reparatur und Reparatur von Panzern. Ihr findet diejenigen Beschreibungen. Okay. Eine. Ein starker Antriebskern. Der zuletzt. Eine OEM-Energiezelle. Eine starke Antriebskern, der zuletzt in einem Serviceboot in unglücklicher Zukunft eingebaut. Okay, warte mal. Haben wir nicht irgendwie. Gefunden. Der Kern erinnert das traurige Schicksal der armen Susi. Vielleicht kann man damit einen anderen Mech zum Leben. Das ist schon mal ein Kern hier. Bei mir da. Hier, eine EM-Energiezelle. Wo kriegen die denn her? Wo bekommen wir denn eine OEM-Energiezelle her? Das ist ja auch nicht so leicht zu wissen. Mal. Herbekommen. Ich weiß es leider jetzt auch nicht genau. Mal hier raus. Ich weiß nicht genau, wo die sein kann, deswegen müssen wir einmal in alle Räume. Ja, wenn ein. Das ist schwer, dann wird es. Luftschiff, der uralte Artefakt, Rückkehr von Rot. Achso. Ich will kein Video angucken. Verschwendung. Aus. So, raus. Waren da noch diese Kerne? Ich weiß es gar nicht. Warnt mir das so ein bisschen im Kopf rum, wo das sein könnte. Einmal diesen Typen. Den Typen, der diese Mine bewacht. Bin ich 100% sicher, ne? Ich glaube, da war das. Nein, das war da. Weiß es aber nicht 100%ig. Wir gucken mal. Ja, wollen wir jetzt definitiv raus.
Minen waren. Iris? Da oben, da unten meine ich. Ah, okay, okay, dann weiß ich, wo es ist. Laufen wir mal kurz hin. Und dann laufen wir. Natürlich jetzt auch, uns auch beamen können, aber ich meine, die Minen sind ja hier irgendwo. Da bekommt man. Und da nicht mal so ein. War nicht so ein Roboter unten im Raum drin irgendwie? Wir schauen mal. Ich 100% sicher, aber ich meine, es ist da irgendwo. Natürlich immer so ein bisschen blöde, hier durch die Gegend zu eiern. Man soll. Aber, was soll's. Der Versucher. Aber, was sind alle... Das interessiert uns nicht, denn... Wie gesagt, ich bin mir nicht 100% sicher. Gucken. So. Okay, gehen wir mal. Machen Sie mal. Okay, wir haben wieder zurückgesessen. Oh, ne, ist gut. Keine Ahnung, wie stark die hier sind. Das ist gut. Durch. So, Fledermaus lebt noch, machen wir gleich. Denn sie kann das hier glaube ich nicht. So, Monika, triffst du sie? Heal. Die Schattenpeitsche springen lassen. Oh, so lange Crit. So. Naja, wenn wir hier durchgehen durch diesen. Könnten wir ja mal gucken, ob wir nicht auch ein bisschen aufsteigen können. So viel. Aber immerhin. Haben wir vielleicht die Chance, irgendwas. Ganz cool aus, die Erdelementare, muss ich sagen. Wir haben die was. Ja, wenn wir rumgehen, kann ich ja mal ein bisschen. Kann ich mal ein bisschen schnacken. Was als nächstes anliegt.
Oh nee, das glaube ich, spare ich mir auf. Ich kann das schon so erzählen, aber ich möchte auf jeden Fall den Kanal irgendwie ein bisschen größer bekommen. Ich weiß allerdings nicht wie. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich spätestens so dieses Jahr noch irgendwie 1000 Abonnenten knacke. Aber daraus wird wohl nichts. Ich bin jetzt bei 500 irgendetwas. Was sehr schade ist, aber das liegt natürlich daran, dass ich gegenüber anderen YouTubern natürlich erstmal sehr klein bin, logischerweise. Aber warum ich nicht größer werde, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einer bin, der sehr, sehr ruhig redet und nicht so hektisch ist und betriebene Thumbnails mache, mit wo ich total durchdrehe und oh mein Gott, Reaktion auf das. Das mache ich halt alles nicht. Für mich aber jetzt auch irgendwie. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Finde es eigentlich sehr angenehm, wenn man nicht übertrieben viel macht. Aber durchdrehen. Also dieses Durchdrehen bei Spielen finde ich so übertrieben. Mir jetzt nicht so was persönlich. Aber wie seht ihr das? Ich weiß es nicht. Also steht ihr eher auf so Leute, die so ein bisschen Overacting machen? Also ist wirklich so übertrieben viel. Mit der Asche Feuer für. Gut. Na, wie gesagt, ich bleib halt mir treu und mach das so, wie ich das will und hoffe auch, dass ich dadurch irgendwie auch mal ein bisschen mehr Leute bekomme. Mir geht's gar nicht darum, jetzt mach's ja aus Spaß. Mir geht's auch nicht darum, dass ich jetzt super viele Abonnenten brauche oder so und ich will auch gar nicht die dicke Kohle mitmachen. Mir geht's eher darum, dass es doch irgendwie schön ist, wenn man eine größere Reichweite hat und eine größere Community hat. So ein bisschen Feedback gibt und man immer so ein bisschen was machen kann. Ich würde auch gerne wieder Livestreams machen, aber das schaffe ich zeitlich gar nicht mehr ganz so. Muss ich mal sehen, ob ich das mal irgendwann wieder klappt. Wahrscheinlich jetzt in der Winterzeit ein bisschen ruhiger wird, dann wird es wahrscheinlich wieder gehen. Einen unreinen Mana-Kern haben wir bekommen. Geheilt vor. Machen wir die Feuerkugeln klar. Oh, alle tot. Die Erfahrungspunkte kriegen wir hier drin natürlich nicht. Wäre schon einmal erledigt. Okay. Erwischt haben wir die, aber nicht doll. Ein bisschen rausschlagen. Schritt aus dem Weg. Perfekt. Überlegen und packen. Ich hab ihn erwischt. Hab ich ihn erwischt? Nee. Ja, ich hab ihn auch.
freue mich auf den Oktober. Da kommen immer wieder richtig viele neue Spiele raus. Und mal sehen, wie mein Portemonnaie es hergibt. Aber ich habe mir schon 3 auf die Liste gesetzt, die ich definitiv haben will. Diesmal also wirklich dann keine Indie-Spiele, sondern wirklich. Primäre AAA-Games. Und ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Genau, aber es soll alles gut gehen. Hoffe ich. Ja, ich kriege mal ein paar verkohlten noch und die können auch gut gelungen. Für ein paar Rezepte, die ich mal aus. Ich wollte rein heilen. Wollte die eigentlich nur. Nein. Gut. Einfach ein paar Bonus-Sachen. Alle 3 Platz. Na gut. Hier es haben wollte, ist mir egal. Hier nicht so viele Wege. Ich bin zum Schutz. Oh, verfehlt die Sau. Machen wir das damit. Oh, verfehlt, okay. Hilft noch er hier. Echt? Ja, ist halt so. Sonja, gib mir alles. Der Monika. Irgendwann Red. Sonja, kennt ihr den? Als Schwarzenegger? Wir haben ja einen Sinn, der mich ansieht. Ich weiß nicht warum. So. Wie müssen wir jetzt mal hier. Die Dungeons bauen sich ja immer wieder anders auf, deswegen kann ich auch nicht. Da bauen. Ja, ein Menschenjäger. Flammenbombe. Ein in die Fresse. Neues Gebiss bekommen. Zack. Und sie gibt dir den Rest. Und betäubt ist auch noch. Tot und betäubt. Weiß nicht, ob ich tot, kampfunfähig. Ja, nicht von tot, Jim, wenn sie kampfunfähig sind, ne? Und da sind wir gekommen. Ich muss den Typen da hinten killen, das heißt noch irgendwas ist da drüben. Ah, ein okay, da können wir nochmal unsere Waffen verzaubern vielleicht. Kann nochmal machen. Warte, ich krieg wäre tot gewesen. Ich will jetzt auch nicht. Das Ganze machen wir auch nur, um ein bisschen hoch zu powern. Noch irgendwie was, wenn ich stärker werde für den Boss im anderen Raum. Leg dich nicht mit Chancen an.
wenn man Anhänger des Krieges bekommt, besiegt 10 Feinde und bringt das Gefäß des glorreichen Krieges zurück. Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Das haben wir geschafft jetzt, ha? Cool. Das habe ich ja schon woanders mal geholt, ne? Ich bin nicht hier, sondern leicht. Aber gut zu wissen. Dass ich gar nicht mehr in Erinnerung habe, was man machen konnte. Los! Oh. Spät für Reue. Ja. Definitiv zu spät. Ach, bin einmal im Kreis gelaufen. Okay. Da macht er nichts. Oben rein. Ah, super. Ganz großer. So. Ich spare mein ganzes Mana mal auf, erzeuge mir Kraftreserven, damit ich nicht dumm dastehe, wenn es nachher um den größeren Boss geht. Okay, das ist markiert, aber das bringt mich nicht, wird nicht weiterbringen. Oh ja! Wie ärgerlich für dich. Du hast verloren. Steine bekommen? Ist ja schade. Also ich denke, wenn die Steine runterfallen, müssen sie auch die Gegner so ein bisschen treffen, oder? Das ist viel cooler. Idiot. Was ist das? Ja, das Regenerieren von meinem Leben ist ganz cool eigentlich, ne? Eigentlich auch gut gebrauchen an Mannern. Haut er auch mit mehr Kraft zu. Höhere Erde. Ich schafft ihr es. So. Und eine bestimmte Reihenfolge haben. Auch der hier übrig.
Okay. Kein Plan. Hier kommt der Mond. Nach dem Mond kommt das Ding. Und nur einfach. Doch der hier sein denn? Ah, okay. Lieber mit allen gleichzeitig anlegen, als stundenlang brauchen, um Stimmen zu filmen. Baum lebens. Baum einfach. Okay. Angreift. Wieder für Gerechtigkeit gesorgt. Ah, das war's. Ey, jetzt ist er tief. Ist das schon der Boss? Reingehen? Was machen? Also Lebens bei Angriff 10% bei einer. Warte mal.
mal viel höher hier. Los geht's. Cool. Eine Brust. Mit dem lieber. Sehr gut. Also, ne? Haben wir. Fackeln anzünden mache ich nicht, die Feuersteine. Und so weg. Ach komm. Kennen wir schon die Geschichte? Jetzt, ihr habt das Ding. Loch haben. Okay. Irgendwie nicht richtig. Bring das eklige Schleim, den kennen wir auch schon. Als es aussieht. Kämpfen wir direkt mit ihm. So. Was nicht? Sehr gut, das haben wir erledigt schon. Obwohl. Ah, ist ja klar, das ist eine Mutation. Dem blieb noch genau ein Leben übrig, damit er das machen kann. Hat schon nicht. Ein legendärer versteckter Schatz. Ausweg.
Nein? So, ja, kann schon verlassen. Ja, Leute, das ist natürlich das, was ich wollte. Ich wollte natürlich eigentlich mit euch ein paar coole Sachen noch schaffen, aber ja, wurde wohl nichts. Wir müssen auf jeden Fall darauf, ich muss darauf achten, dass ich jetzt Zwillinge nochmal finde. Ich brauche die Kern herbekommen. Aber das macht doch nichts. Den wir uns einfach bei der nächsten Runde aus. Wir können unser Erz nochmal kurz, was wir gefunden haben, verkaufen an diesen. In dieses Ding da gehört. Hier, das Loch, wollte ich gerade sagen. Und dann. Was habt ihr gefunden? Knüppel, ist das mit Mana für große Erz, was ihr da habt? Scheint der Fall zu sein. Ihr müsst genauso gern graben wie ich. Davon will ich schon lange etwas. Schon seit vielen Jahren kann ich euch das abnehmen. Okay. 100 Klunker für Erz, ja. Vielen Dank, ihr habt jemanden sehr glücklich. Ihr seid wieder da! Ihr lebt ja noch. Hey, ihr lebt ja noch. Hey, da Reißende. Okay, mehr hat er nicht. Okay, macht er nichts. Wo waren deine Waren? Hallöchen, seid vorsichtig. Okay, warte, wo kommen wir jetzt aus? Bleiben wir. Kann man dazu zu Erwähnung von Mana verrufen? Ernste Rezeptur, Sturm, Stellungsstärke. Wir schon was bekommen. Hier machen wir mal auf. Hier seine Pistolen. Gut, das über die anzugehen. Bonusschaden auf, den gehen wir schon runter. Ja. Gut. Ja Leute, ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und bis dahin, tschüss.